Der Kollege Peter Schmid hat damals alle musikalischen Register gezogen für die Nachbetrachtung zum großen Spiel am 6. August 77. Und jetzt ist natürlich in Stuttgart wieder Hochflugstimmung. Es war das erste Bundesligaspiel für den damals schon großen VfB-Star Hansi Müller. Gerade 20 geworden. Mit dem Linksfuß im Mittelfeld der Aufsteiger gegen die Bayern von Anfang an am Drücker. Auf dem Feld nichts zu merken von dem großen Respekt gegenüber dem Gegner aus München. Ein Jahr vorher, 1974, sind wir Weltmeister geworden. Ich sitze mit 17 Jahren mit meinem Papa am frisch gekauften Farbfernseher und jubeln den Heroes zu, Sepp Maier, Gerd Müller, Uli Hoeneß. Und drei Jahre später stehst du in der Mittellinie aufgereiht vor 71.000 mit diesen Heroes und spielst gegen die. Also das war schon für mich damals ein absolutes Highlight. Die 17. Minute. Ein ziemlich ungeschicktes Foul von Peter Gruber an Dieter Hoeneß. Ausgerechnet der junge Hansi Müller legt den Ball auf den Elfmeterpunkt. Hermann Ohlicher und Ottmar Hitzfeld waren zu der Zeit Ende 20, schon erfahrener, reifer, aber vielleicht auch nicht mehr so unbekümmert. Und die haben beide gesagt, komm, Hansi, du machst es schon. Dann bin ich halt angelaufen, nicht groß überlegt und das Ding einfach reinkam. Es wurde noch besser. Die 33. Minute. Markus Elmer. Wieder war Sepp Maier geschlagen. Ich denke schon, dass er zu halten war. Und das war natürlich ein Glücksfall für uns, dass wir 2-0 in Führung gehen gegen die Bayern, weil wir wussten, die haben noch einiges zu bieten. Zum Beispiel den Anschlusstreffer in der 36. Minute. Gerd Müllers Versuch, noch pariert von Helmut Rohleder. Aber dann Rummenigge auf Jansson. Die Bayern sind wieder dran. Und einen durfte man nie aus den Augen lassen. Gerd Müller, die 43. Minute. Der Bomber der Nation war Karl-Heinz Förster entwischt. Zur Pause alles offen im Neckarstadion. Ich habe jetzt zur Halbzeit, bis zur Halbzeit auch gesehen, dass es ein sehr attraktives Spiel ist, auch besonders vom VfB. Das nächste Highlight in der 53. Minute. Jupp Kapellmann irgendwie an Hermann Ohlicher dran. Der zweite Elfmeter und wieder der junge Hansi Müller gegen Sepp Maier. Und auch diesmal souverän vom 20-Jährigen. Aber da gab es leider noch den anderen Müller auf dem Platz, den von den Bayern. Die 89. Minute, Rummenigge an den Pfosten. Gerd Müller schummelt sich an Bewacher Karl-Heinz Förster vorbei. Ich glaube, das war ein Ball, der vom Pfosten zurückkommt und er staubt ihn praktisch ab. Wieder mal typisch Gerd Müller. Und da konnte man Karl-Heinz keine Schuld geben. Aber wie gesagt, er hat ein super Spiel gemacht gegen Gerd Müller. Dann ist Schluss, unentschieden. Die Miene der Spieler sagt allerdings Niederlage. Die Fans sind entspannter.